Wahrscheinlich, vielleicht haben wir diese Aria da. Ja. Oh, bitte, das wäre toll, wenn man da endlich auf die Fresse hauen könnte für jeden Scheiß, den sie gelabert hat. Nächster Boss. Wahrscheinlich. Den man schon kennt. Das finde ich gut. Oder ist ein Gegner irgendwie. Das finde ich jetzt so gut. Ich mag das nicht, dass er diese Explosionskacke kommt. Vor allem dann instant explodieren, sobald du da bist. Ja, ja, und vor allem so Damage machen, dass du tot umfällst, ne? Ja, hast gar nicht die Chance, irgendwie die zu negieren. Irgendwas macht hier Damage des Todes. Die Typis, denke ich. Die sind riesig groß und können Sachen machen. Meinst du? Jupp. Okay. Hochgelevelt. Eigentlich war ich tot, aber okay. Execution. Oh, guck mal, wie viel da rumrennen da unten, ey. Na, ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht so genau, was hier so abgeht. Ich fand den ersten aber eigentlich ganz gut. Ich find's ein bisschen blöd, dass es jetzt hier weitergeht. Ich habe eine neue tolle Serie gesehen. Ja? Ja. Die war so spannend, dass ich sogar nachts gucken musste, wenn ich eigentlich schlafen wollte. Anime-Serie oder? Ne, Serie, richtige Serie. Okay. Heißt True Detective, also so neu ist sie jetzt nicht, aber von diesem Jahr. Kennst du die Serie? Ja. Hast du gesehen? Nee. Super geil. Also, das habe ich ja schon öfter gehört, dass die nicht so schlecht sein soll. Die ist total spannend, ist sie. Und vor allem gut gemacht. Das hättest du einen 8 Stunden lang Krimi-Film über einen Serienmörder und die Leute, die den so fangen wollen. Die Sword Art Online-Folge von der Woche war gut. Da passiert denn schon was. Ja? Ja. Okay, kann ich mir nicht vorstellen, aber. Doch, doch. Ich könnte jetzt spoilern, aber. Irgendwann gucke ich das. Ich hab's nicht umsonst im Moment in der Aufnahme. Hey, letzte Folge war ganz gut. Ich habe ein Heiltrank-Ding hingestellt und werde dann tot umgehauen während des Heiltrank-Ding tickt. Ja, siehst du, wie viel Damage die machen, ne? Ja. Merkst. Alter, es geht hier aber auch nur ab, ne? Ja, das wird doch mal ganz gut. Zur Abwechslung. Ich denke, dass hier nach der Endboss kommt. Keine Ahnung. Kann gut sein, oder auch nicht. Ist davon der Speicherpunkt. Ja, das wäre ja ein Bosspunkt sonst. Oder es kommt der Speicherpunkt, dann Bosspunkt. Bosspunkte vorher. Oh, was ist das für einer? Haben wir gegen den schon mal gekämpft? Ich glaube ja, oder? Nicht sicher. Sundrax. Ja, ach, gegen den haben wir schon mal gekämpft, oder? Oder ist einer von denen halt einfach die rumhüpfen? Ja, genau. Sag mal, wie ist denn das, wenn du zu viert spielst, genau, ne? Wenn du zu viert spielst, hast du auch total Pech gehabt. Gegen den haben wir schon mal gekämpft. Ja, ja. Vielleicht das war der, wo man reingehen musste dann, wenn der Scheiß vom Himmel fällt. Da darf man jetzt nicht rein. Das muss man schnell drücken und dann muss man da rein. Alles klar, kriegen wir wieder hin. Power Move haben wir angebracht. Ja, dann wäre er ja so gut wie tot, schätze ich mal. Stell dir mal vor, du tust an einem Computer mit an einer PS3 mit vier Leuten spielen. Das ist ja gar nichts mehr, wenn sowas ist. Oh. Nächste Phase, oder was? Weiß nicht grad. Da müssen wir wieder Bomben. Das Schild wegmachen, genau. So war das doch. Hat irgendjemand ganz bitter vorbeigeworfen. Ach du Schwein! Wenn es blinkt, darfst du nicht hingehen. Das ist ein Sauhund, ey. Oder er hat gesessen, wer auch immer die geworfen hat. Ich war das. Unglaublicherweise. Das war halt sehr gut. Das war, glaube ich. Und ich nehme es gar nicht wahr. Toll! Da habe ich mir mein Ding hingestellt und es hilft mir nicht. Oh, ich bin, glaube ich. Ah, ne, ich bin noch draußen. Ich bin Angst gehabt, ich bin da drin gelandet. Und jetzt hab ich Pech gehabt. Ja. Ja, das Problem ist, denke ich, das wird wegen dieser Kö sein, nach meiner persönlichen Einschätzung. Das wieder mit Bombe. Bei was jetzt, hä? Deswegen geht das mit dem R-Knopf nicht. Kann gut sein. Weil es einfach über eine Kö geregelt ist. Irgendjemand hat eine Bombe auf den Kopf geworfen. Ich bin tot, ich bin tot.
Okay, bin sehr tot. Gucken, wie ich das überleben tue. Ey, wirft denn jemand eine Bombe auf mich drauf? Schon hat gar nichts. Wie viel er aber auch aushält, ne? Ja, ja. Oh, ist down. Sehr gut. Gerade noch aufgeregt, jetzt hat's geklappt. Ja, ey, was soll denn das für ein Bombo? Die war gut. Oh, jetzt hast du wieder irgendwie was freigeschaltet. Das ist Stufe 2, na super. Oh, jetzt kommt der Endboss. Hab ich noch irgendwelche Heilsachen? Also ich habe noch ein Energietotem, habe ich noch eins. Toll. Und ich glaube, ich habe noch so ein magisches Wesen oder sowas. Die batzisch Achim, ey, jetzt alle. Jetzt kommt's auf an, Mann. Jetzt kommt's auf an, sag ich dir. Jetzt bin ich gespannt. Oh nein! Zane! Hat sein ganzes Leben auf jemand wie irgendwas. Das ist die Schwester von Hannibal Lecter, Mann. Achso. Mit dieser Maske. Zauber einfach. Hab ich gerade beschlossen, das könnte eine gute Taktik sein. Ich denke, wir sollten ihm einfach auf die Fresse hauen, soweit es geht. Oh, der macht viel Aua. Die meiste Zeit weiß ich gar nicht, wo Schwule ist. Da kommen wir noch Mucke. Dann müssen wir nach, wenn du das Ding fertig ist. Ja, ja. Wenn du dich befreit hast, da. Mal wieder so ein magisches Riesending rufen. Was habe ich noch so? Energie. Okay, das klingt gut. Kann ich mehr zaubern. Ich werde von irgendwas werde ich geheilt, auf jeden Fall. Das ist gut. Vielleicht heilt es doch mit anderen zusammen, ja, oder so. Mal so einen Schutzding stellen. Schaden kannst du ja nicht. Es werden nochmal alle Mechaniken gemacht, die gehen irgendwie. Ich bin voll pro unterbrochen hab. Wow. Ich weiß. Ach, das ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Ich hab gedacht, musst du mal nach oben drücken, damit du das Pot bekommst und sowas. Aber du kannst egal in welche Richtung drücken. Ja? Ja. Okay. Du musst nur Steuerkreuz drücken. Ich hab noch links gedrückt und hab's bekommen. Jetzt weißt du, warum du das vorhin nicht gemerkt hast. Dass du was benutzt hast. Lächerlich ist das so. Okay, einen Trink hab ich noch. Alles gut. Wir haben es geschafft! Vielleicht! Vielleicht kommt Phase 2. Ja, Phase 2 und wir haben keine Sachen mehr. Ach, Kinderspiel, Halbgott Zane. Und danach kommt noch der Gott Zane. Ganz Gott Zane ist das. Okay, der ist irgendwie verdreifacht. Das ach, fuck you, auf sowas habe ich keinen Bock. Dann können wir es dann. Oder unterbrechen. Oder alle tot! Alle tot! Okay. Das war ein bisschen verrückt. Lächerlich. Unterbrechen konnten wir ihn. Der ist aber auch schon unterbrochen, glaube ich. Ich glaube auch. Kann ich irgendwie mal ein R2 drücken. Der kriegt zumindest Damage, oder? Ja, aber nicht genug nach meinem Geschmack. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, aber er kriegt Damage, das ist das Wichtigste. Ich denke, wichtig ist immer wieder zu damagen und zu unterbrechen und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung, was konnte man hier nicht einen so unterbrechen? Jetzt kann man den hier unten unterbrechen. Okay. Ja. Irgendjemand ist tot. Der hat wohl keine Heiltränke mehr. Der halb zwei. Den kann man unterbrechen, unterbrechen. Gibt's doch gar nicht. Den kann man gar nicht richtig unterbrechen, ey. Ja, hab ich. Tausendmal habe ich ihn unterbrochen, aber es hat ihn nicht interessiert. Guck. Da liegt er doch. Die schon wieder. Ich würde vielleicht auf Distanz gehen, ich weiß nicht. Du musst ja auf jeden Fall unterbrechen. Ich versuche mich so hinzustellen, dass ich zwei nee, auf einmal erwischen. Okay, jetzt hat nichts gemacht. Man wird irgendwie kaputt, ne? Ich weiß nicht, das ist Scheißendreck. So, du bist ganz tot. Ja, ja. Okay. Ich denke, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie man den machen soll. Ja, vielleicht. Keine Ahnung.
Problem ist, dass sie irgendeinen AOE-Scheiß machen, der alle instant tot macht. Und das ist doch Schwachsinn. Ja. Jetzt macht er wieder alle drei. Die sind irgendwie verbunden da, die zwei. Sind alle sind miteinander verbunden. Irgendwie. Den habe ich schon unterbrochen. Jetzt hat's aufgehört, ne? Wenn du einen unterbrichst, dann. Weiß ich nicht, ob einer oder ob wir alle oder mehrere verbunden. Wir müssen den richtigen unterbrechen vielleicht. Kann sein. Vielleicht muss man sich dann so positionieren, dass jeder einen abdeckt oder so. Die Katze. Die Katze in der Box, ja. Naja, die wird schon bequemer hinlegen wollen. Taktik. Komm schon, stirb endlich. Gut, wie er die ganze wieder aufs Maul bekommt. Ja, das ist echt ganz gut. Oh nein, das ist schon wieder. So, ich bin tot. Pike lebt aber noch, oder? Ne, sind alle tot. Oh Mann, aber ich denke, das ist heftig. Ich glaube, Hulk lebt noch. Oh, das ist ja cool. Jetzt sehen wir die Cam auch noch mal. Ja. Im Beobachtermodus, okay. Na, Hulk, der reißt jetzt hier alleine. Ich soll Kreis drücken, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Ihr macht das halt noch. Mhm. Oh Mann, oh Mann. Verstehe aber nicht, wieso es eine Mal unterbrechen ging und eben nicht dann. Das weiß ich auch nicht, ob er vielleicht wirklich den richtigen halt unterbrechen muss. Vielleicht erkennt man irgendwie jetzt, der da unten ist der richtige oder was. Oder vielleicht tauschen die da irgendwie die Plätze oder so und einer ist dann der richtige. Der hat jetzt den falschen gehabt. Ja, wir müssen uns positionieren. Ich gehe zu dem da oben hin, in die Ecke. Wir müssen gucken, wo die anderen beiden sich hinstellen. Und dann uns so aufteilen, dass wir die anderen beiden nehmen. Das ist aber scheiße. An und für sich. Da kann aber jetzt nicht einen von denen sagen, du nimmst den. Ja, okay. Das ist scheiße. Müssen wir jetzt schreiben kurz, das ist blöd. Ja. Okay, wir müssen hier so wenig Damage wie irgendwie wirklich nehmen. Warte mal, ich hab die ganze Zeit auf den Hulk rumgehauen eben. Was ist das? Ich weiß nicht, der hat einen roten Greifung gehabt. Der kriegt aber auch gut Damage, ne? Wiederbeleben, wiederbeleben. Was macht der denn den langen Tag da? Der war gestunt. Der hat so Vorbereitungsgülle gemacht und hab schon unterbrochen und dann war der da gestanden. Mhm. Wieder unterbrochen, das passt. Sollst du vielleicht auch versuchen, nicht zu sterben? Hä? Ich will so wenige Pots und so weiter benutzen wie möglich. Ja, du stirbst aber ja die ganze Zeit. Ich hab auch noch nichts benutzt. Du musst halt immer hinter ihm stehen, nicht vor ihm. Weil er nur nach vorne Angriffe macht. Ja. Ich erkenne gar nicht wirklich, wo hinten und vorne ist bei dem Spacken. Okay, jetzt hat mich auch erwischt. Diese Arschgesicht-Kerl, ne? Allerdings. Okay, das haben wir wieder geschafft. Ja. Jetzt wird's interessant. Irgendwie. Hoffentlich kommt danach nicht noch wirklich noch was. Sehr dreist. So, das fängt direkt damit an, ne? Ich bin unten. Nimm den oben. Okay, das hat nichts gebracht. Der obere war es dann wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich bin down. Keine Tränke mehr? Nee. Okay. Ja, hab ich gut erwischt eben. Der saugt mir irgendwie auch meine Energie ab, das check ich nicht. Also nicht meine HP, sondern meine Energie. Keine Ahnung. Und ein bisschen Affisch. Okay, Portal. Jetzt wieder hoch. Beeilung.
instant tot. Da links oben war es wahrscheinlich. Ja, aber ich hab keine Ahnung, woran ich jetzt gestorben bin, da war ja noch nichts. Doch, die haben das gecastet. Verrückter Shit. Ja. Macht das jetzt, ich dachte schon, wer macht schon wieder. Es gibt doch auch nichts mit Power Move oder sowas, ne? Ne. Er ist schon gut low eigentlich, ne? Naja. Das letzte Mal waren wir bei der Hälfte. Macht das wieder. Deutsch war mir erwischt, ich bin trotzdem tot. Weil irgendjemand anderer nicht wahrscheinlich gestunt war oder so, ich hab keine Ahnung. Weiß nicht. So, jetzt kommt mein letzter Heiltrank. Ich hab noch einen. Hab mich gut erwischt, oder? Ja. Versteh ich die Mechanik noch nicht so ganz mit den drei aufgesplitteten. Ich auch nicht. Weil es nicht so viel Sinn ergibt einfach. Über die Hälfte fast. Jetzt tut er wieder aufteilen. Oder? Nee. Doch. Leute, ihr seid der Wahnsinn, nicht aufgeben. Hilfe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, woran das liegt jetzt. Doch, ihr sagt nicht. War auf jeden Fall meine Zeit dran. Ich denke, es wird nicht richtig unterbrochen. Vermutlich. Ich denke, die müssen alle zeitgleich unterbrochen werden. Damit die nicht so eine Art Superstrahl machen oder sowas. Ja, nicht. Habe ich vielleicht noch so ein Schutzding? Ja. Vielleicht soll ich das mal versuchen, wenn der das sich dann teilt. Ja, das könnte natürlich klappen, dass er gerade so überlebt oder so ein Quatsch. Das wird mir niemand nehmen. Ihr nicht. Überhaupt niemand. Der hier hat einen roten Kreis. Die teilen sich ja schon auf. Ja, ja. Mach hier so ein Ding an. Jetzt hat's geklappt. Okay. Gut, dass es geklappt hat, auf jeden Fall. Komisch. Weil dann schaffen wir es vielleicht. Wir sind ja zu dritt immer noch am Leben. Bin ja runtergeholt. Aber nach meiner Meinung haben alle halt unterbrochen, weißt du? Kann sein. Aber andererseits kann es nicht so gehen. Nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Kann nicht sein, dass alle drei gleichzeitig unterbrechen. Wenn du alleine bist. Wenn du alleine bist, kannst du nicht schaffen. Du musst den richtigen unterbrechen, genau. Aber die Frage ist, wer ist der Richtige? Der mit dem Roten, denke ich, oder? Ist das nur, wenn er gedamaged wird? Das ist nur hier vorne, denke ich, der Rote. Okay, nee, das war scheiße. Oh, da konnte mich jemand fast setzen. Aber es lebt auf jeden Fall ja noch jemand. Vielleicht schafft er das alleine. Er hat ja nicht mehr viel. Es sind noch zwei, die Heilfreund ist noch da und sie haben es geschafft. Gott sei Dank, ey. Wir haben es geschafft. Der Götter verbessert, oh mein Gott. Hulk hat uns gerettet. Asche zu Asche. Oh Mann, der war heftig, der Boss. Muss ich sagen. Richtig krass. Meine Fresse, ey. Hoi. Gucken, ob es das jetzt war. Oder ob noch mehr kommt. Aschgar besiegt. Sehr schön. Ich denke mal, das überspringen wir mal nicht. Und pure Sturheit ein Ende. Nach hunderten Jahren des Schreckens kann die Welt endlich eine Zeit des Friedens genießen. Die Helden kehren in ihre Länder zurück und verbreiten die frohe Kunde. Und es wird viel gejubelt. Obwohl mehr zu tun ist, um die Schäden der Kriegsjahre zu beseitigen, haben die Völker jetzt die Hoffnung, dass sie nicht mehr willkürlich von ihrem Herrscher getötet werden. Die Wachsamkeit darf jedoch nicht weichen, denn die Ashen-Armee lauert noch immer in den Schatten wie eine kopflose Schlange. Welche Bedrohung könnte sie noch für das geschwächte Ankaria sein? Doch genug von Unheil und Schicksal. Jetzt ist es Zeit zum Feiern. Die Welt rettet man schließlich nicht an. Das war das Schlimmste. Das Schlimmste Ende aller Zeiten. Ich kann nur sagen, man Daumen hoch, ey. Daumen hoch. Ja, wer unsere Let's Plays kennt, beim Abspann kommt immer das Fazit zum Spiel. Willst du anfangen? Nee, du fängst an. Ich habe jetzt schon alles gesagt, was von dem Spiel halt, wenn ich gespielt habe. Naja, ich muss sagen, anfangs fand ich es richtig scheiße. Dann irgendwann zwischendurch habe ich gedacht, okay, ich kann mich damit anfreunden.
Zum Ende habe ich wieder gedacht, oh nein, muss ich schon wieder spielen. Insgesamt, alles bis zum Boss ist scheiße, die Bosse sind cool. Das ist mein Fazit zum Spiel. Die Bosse sind ganz gut, aber ich muss sagen, dieses zum Boss hinrennen und Bosskampf und Bosskampf und Bosskampf, das ist doch nicht so spannend, wie ich gedacht habe. Das habe ich jetzt festgestellt. Du hast halt die ganze Zeit blöd auf der Erde rumgelegt. Dann der Endboss, der war schwachsinnig, weil einfach nicht so richtig ersichtlich wird, nach meiner Meinung, welchen man da unterbrechen muss, ob man überhaupt unterbrechen muss. Ich denke, da eher eine Chance, das herauszufinden, wie er funktioniert. Wahrscheinlich, aber weil du dann Ahnung. Genau weißt, was du machst und nicht, was die anderen noch gemacht haben, damit das jetzt funktioniert und so. Wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Das ist ja wieder das Hauptthema über das gesamte Spiel, was wir die ganze Zeit gesagt haben, dass man einfach 0,0.0 Info bekommt. Ja, viel zu wenig Feedback vom Spiel her. Keine Ahnung. Wir haben ja das Glück, wir sind relativ unvorbelastet, was so die vorherigen Sacred-Teile angeht. Wir haben ja nur Sacred 2 mal so ein bisschen gespielt. Die anderen beiden Teile könnten nicht so schlecht sein, sonst hätte es niemals den dritten Teil gegeben. Ja, nee, ich meine nur, deshalb kann man es ja im Grunde genommen für sich als Spiel betrachten. Weil wir halt die anderen nicht so wirklich gespielt haben. Es gibt halt in dem Genre einfach 5000 Spiele, die besser sind. Ja. Alleine jetzt, wenn ich die Wahl hätte. Günstiger und aus dem PSN kriegt man bestimmt auch noch irgendein Torchlight oder irgend sowas. Weiß nicht, ob das überhaupt rauskam. Für den PC gibt es auf jeden Fall 5000 Spiele, die besser sind. Ja, keine Ahnung. Ich würde jedem dazu sogar raten, kauft euch Indie-Entwickler. Diablo. Ja, definitiv. Auf Konsole Diablo geht nichts drüber. Viel coolere Features. Mehr Langzeitmotivation. Ich meine, alleine, dass generell ihr Geschenke finden könntet, könnt für eure PSN-Freunde, ist schon geiler als jeder Scheiß, den es hier in irgendeiner Truhe gab. Ja. Ohne Quatsch. Ja, das ist einfach von der Motivation, Langzeitmotivation viel mehr. Ist einfach so. Das Spiel wäre gut, wenn es 20 bis 25 Euro gekostet hätte. Ende der Diskussion. Ja, wäre es ein Download-Titel gewesen. Ja. Aber es war halt ein Vollpreisspiel und dafür ist es frech gewesen. Fertig. 50 Euro ist zu teuer für den Dreck. Da kann auch Melanie Gottschalk nichts für. Die Spielzeit war in Ordnung an und für sich. Aber es ist halt einfach, das Spieldesign ist fail. So, das war's dann wohl auch zu unserem Fazit. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nö. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir es wegdrücken. Es war toll. EP kriegen wir auch noch ein paar. Ich hatte Spaß. Kurze Zeit. Level-Up habe ich auch noch. Gucken, ob jetzt was aufgemacht wird, so nach dem Motto. DLC aus und dann drück halt auch mal. Was? Ach, ja klar, Spiele stehen noch. Nicht. Ne, das war's tatsächlich. Gibt nichts mehr. Ja, dann. Das ist so ein DLC-Scheiß. Ein einziges DLC-Ding gibt's dann. Ne, zwei. Da ist noch eins, okay. Das ist auch Frechheit, du bezahlst 50 Euro und darfst dann noch zwei DLC-Level, die innerhalb von 5 Minuten dann fertig sind, dazu kaufen oder was? Nee, das Problem ist eher, dass du die Scheiße siehst. Ja. Nach meiner Meinung sollte man es nicht sehen können. Tag 1 absiehst. Ja. Das ist frecher Shit. Ja, ja. Was soll ich dazu sagen? Dass sie direkt ein Spiel rausbringen, das schon von Anfang an DLCs hat, womit man noch mehr Geld verdienen soll. Ja. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beendet ist es hiermit. Und ja, bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao.